Yo Leute, was geht? Cyber am Start und willkommen zu einer neuen Runde. Wir spielen hier wieder Minecraft und ja, wir sind hier nicht beim Weihnachtsmann in der Werkstatt, sondern wieder hier bei mir im Lager. Und ja, es schneit hier draußen auch. Ja, kommt ein bisschen spät. Ich weiß, wir haben gerade den 19. Aber ich dachte mir, ey, das wäre doch mal lustig und ja, passend zu der Zeit, die wir jetzt haben, mein Weihnachts... Texture Pack reinzuhauen. Und ja, es schneit. Alles sieht ziemlich weihnachtlich aus. Hier zum Beispiel die Birkenbäume sind auch schön verziert. Und ich bin gerade noch im Game Mode. War das 1? Nee. So, und zwar hatte ich, ein Weihnachtsbiom oder eher gesagt Schneebiom gesucht, aber ich habe keins gefunden. Und ich würde mal sagen, in dieser Folge hier oder in den kommenden Folgen werden wir mal an was anderem bauen als an diesem, ja, an diesem Ungeheuer hier oben. Und zwar bauen wir an, sagen wir mal, einer kleinen Weihnachtswerkstatt rum oder ja, halt so ein kleines Elfendörfchen oder sowas. Und zwar hier, ich habe ja kein warum sage ich die ganze Zeit Weihnachts? Ich meine Schneebiom gefunden. Deswegen habe ich jetzt mal hier alles irgendwie so mehr oder weniger angepasst. Ja, es schneit. Eigentlich ist das Regen. Musste ich auch noch ein bisschen anpassen. Aber ich hoffe, das passt so. Fällt zwar ein bisschen schnell runter, ist eher ein Schneesturm als ein ja, schönes Schneewetter. Und ja, Weihnachts-Texture-Pack drin, ist hier alles das Specs PUBD Craft Texture-Pack. Und ich bin am Nachdenken, mit was für Gegenständen werden wir dieses schöne Haus errichten. Ich habe mir gedacht, wir bauen das hier hin. Man sieht auch die ganzen Saplings, die sind eher so, ja, so kleine Weihnachtsbäume, passend zu dem Ganzen hier. So, und im Hintergrund sollte auch schöne Weihnachtsmusik laufen. Habe ich alles aus der YouTube Audio-Bibliothek. So, dann laufen wir mal schnell nach oben und holen uns mal ein paar Sachen, mit denen wir bauen können. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die ganzen Blöcke jetzt anders aussehen. Oh, Zuckerstangen. Ich glaube, wir bauen das Haus mit Birke. Wir haben ja eigentlich so gut wie gar keine... So gut wie gar kein Holz oder sonst irgendwelche Utensilien, die wir nutzen könnten. Ah, wir haben hier eine... Spitzhacke. Gut, dass uns letztens die ganzen Schafe weggerannt sind. Lalalala. War das hier Wolle? Ja, Wolle. Die können wir natürlich mitnehmen. Bisschen Holz ist auch nicht schlecht. Leitern und Glas. Das auch. Soll ja so eine kleine Werkstatt werden. Die Schere können wir auch mitnehmen und sonst haben wir eigentlich nicht so viel. Das können wir auch mitnehmen. Weihnachtsbäume haben wir jetzt nicht. Okay, los geht's. Suchen wir mal ein paar Birkenbäume. Mal hier den Sound ein bisschen runterdrehen, falls die Musik zu leise ist. Ach, hier ist ja ein Schaf. Ich bin hier voll am Träumen. Können wir ja gleich mal die Wolle mitnehmen. Dankeschön. Und es wird wieder Tag.
Hier wurde uns ja letztens alles weggebombt. Müssen wir auch mal wieder reparieren. Ah, zum Glück haben wir die Zäune mitgenommen. Dann können wir das auch sofort wieder reparieren. Einmal hier, hier und hier. So, und schon ist es fertig. Super. So viele Schafe haben wir hier jetzt eigentlich gar nicht. Wie viele? Zwei Stück? Drei Stück? Dann müssen wir die mal vermehren. So, hier zwei. Ach, für dich gibt's keinen Partner. Das ist scheiße. Aber hier war doch noch ein Schaf, und zwar du hier. Und dann gehen wir auch schon ab irgendwo in ein kleines Wäldchen und suchen uns hier die Birkenbäume raus und nehmen die mal mit. Ich mache mal kurz die Musik ein bisschen lauter. Das müsste ich hier machen. So, jetzt haben wir 11 Stück. Wir bräuchten diese Holzstämme für die, ja, wie soll man sagen, Eckpfeiler für die ganze Fabrik oder für das kleine Häuschen. Und ja, in welcher Farbe machen wir das Häuschen? Machen wir ein rotes Häuschen? Rot sollte doch mal schön aussehen. Ja, dafür bräuchten wir viel Wolle, aber so ein kleines Häuschen ist doch auch ganz cool. Bauen wir das hier ganz oben hin. Hab auch ein bisschen hier vorbereitet, hier die ganzen Saplings platziert, damit es halt ein bisschen weihnachtlicher aussieht und damit bisschen Feeling rüberkommt. So eine kleine Weihnachtshütte machen wir hier oben hin. Ich habe mir gedacht, ich könnte eigentlich so ein eigenes so ein eigenes kleines Minecraft-Projekt dazu machen. Keine Ahnung, ich hätte dem irgendwie so einen komischen Namen gegeben, pipapo. Aber ich habe mir dann gedacht, hey, du hast ja eigentlich schon ein Weihnachtsprojekt, warum baust du das nicht einfach hier hin? Suchst du dir mal ein Weihnachtsbiom oder Schneebiom, eher gesagt. Aber ich habe nichts gefunden. Wo machen wir den Eingang hin? Machen wir den Eingang hier hin. Eine Einzeltür. Ah, das wollen wir eher quer haben, so ein Querbalken. Wir müssten mal was zu verzaubern gehen. Egal. So, hier ist der Eingang. Das wird ein leicht ründliches Haus. Das heißt, wir machen dann hier ein Fenster. Nee. Machen wir hier ein Fenster hin. Das wird nicht wirklich symmetrisch sein. Es soll eben so eine kleine Hütte werden. So quer hier rüber. So. Ich habe mal die Monster ausgeschaltet. Zwar sind die auch ein bisschen weihnachtlich gekleidet, aber ich dachte mir, da können wir halt ein bisschen besser und gemütlicher hier rumbauen. Wand, Fenster, Wand, Wand, Fenster, Wand, Pfeiler. Okay, so klein wird das Häuschen jetzt auch nicht. Egal, wir haben hier oben genug Platz. Ich würde auch gerne irgendwo einen Kamin haben. Das könnten wir doch eigentlich... Ja doch, das könnten wir dann dahin machen.
Hier ist ein kleines Fenster. So. Und dann... Auf wie weit sind wir denn eigentlich mit der Zeit? Ah, wir müssen schon aufhören. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier weiterbauen an unserem kleinen, schönen Weihnachtshäuschen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.